Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Wie du mitbekommen hast, hat Bruder Abu Bakr, der Fachzahnarzt, hat er sich lustig gemacht über unseren Imam der Zeit, Imam Mahdi alayhi salam. Und nun habe ich jetzt sehr viele E-Mails bekommen, warum wir nicht darauf eingehen, dass er sich lustig gemacht hat über unseren Imam Mahdi alayhi salam. Was sagst du dazu? Also ich habe von ihm was anderes natürlich erwartet, als er sein Angebot gemacht hat, akademisch die Sachen beizugehen. Und jetzt höre ich also von ihm, dass er wirklich sich lustig macht über ein Bekenntnis bei uns, nämlich Imam Zaman, Salamullah alayh. Ich werde darauf ganz einfach antworten. Also auf seine Fragen werde ich antworten, warum er uns nicht die wahre Übersetzung von dem Koran gibt. Ich werde darauf antworten, aber unter einer Bedingung. Wenn er mir eine Antwort gibt, wie viel kmh hat Omar gehabt beim Weglaufen in Badr und Hunain und Khaybar und Al-Ahzab und so weiter und so fort, also wie schnell er war, als er abgehauen ist, dann gebe ich Ihnen auch eine Antwort, wie wir also die genauen Informationen von Imam Mahdi salallahu alaihi bekommen. Also wie viel kmh hat Omar gehabt beim Wegrennen? Dann kein Problem. Antworte bitte die Frage und dann erzähle ich dir, wie wir Kontakt bekommen mit Imam Mahdi alaihi salam und wie schnell auch diesen Kontakt entsteht. Dankeschön, Bruder. Bitte.